Beachvolleyball-Olympiasiegerin Kira Walkenhorst hat nach 10-monatiger Pause ihr Comeback gegeben. Beim Turnier der Technica Beach Tour in Münster trat die 27-Jährige erstmals mit ihrer neuen Partnerin Leonie Kürzinger an, das Duo kassierte beim Debüt 2 Niederlagen. Die Hüfte ist komplett schmerzfrei. Die Schulter merke ich bei großer Belastung noch leicht, aber das ist überhaupt kein Vergleich zum letzten Jahr, sagte Walkenhorst, die sich 2 Operationen unterzogen hatte. Ich bin sehr froh, wieder spielen zu können. Es hat heute wirklich viel Spaß gemacht. Die Hamburgerin Walkenhorst tritt während der Babypause von Laura Ludwig, mit der sie 2016 in Rio Gold geholt hatte, an der Seite von Blockspielerin Leonie Kürzinger 21 an und wechselt in die Abwehr. Die neue Rolle sei noch etwas ungewohnt, so Walkenhorst. Walkenhorst hatte Kürzinger Anfang Mai als Partnerin vorgestellt. Im Terminplan des Teams stehen die meisten Turniere der deutschen Serie. Ziel ist die Teilnahme an der deutschen Meisterschaft im Timmendorfer Strand 30. August bis 2. September.